Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit Medikabin. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Muss da hinten irgendwo sein. Ganz weit da hinten, aber da schaffen wir, das schaffen wir noch da hinten. Was? ich habe mir jetzt auch schon so überlegt, was wir da machen. Also, was ist denn heute los? Ich wollte da natürlich dahin, um Sachen abzubauen und mitzunehmen. Jetzt habe ich schon den Kopf so ein bisschen überlegt. Sag mal, ich kann mir ja, wie gesagt, diesen großen Wagen bauen. Da ist so ein, genau, Muschiklaus. Hatte ich schon mal von ihm geredet, ne? Haha, witzig. Endlich sehen wir sie mal. Es galoppiert. Hau ab. Galoppier woanders. Ich habe doch noch ja keine Rüstung. Da muss Harte dran. Ich schieß dir in die Omme. Ich hoffe, das ist nicht ganz dumme. Ich glaube, der mag das nicht. Das mag ich jetzt nicht. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ich muss mich erstmal hier... Moment mal, ich hab doch Schutzmodi. Ist das nicht Schutzmodi? Oh ja. Nanu? Kippen Sie mal bitte um. Ich wollte eigentlich heute hier noch weiter. Na, das ist ja mal ein Anfang. Alter, zum Glück ist bloß Ena. Haha. Du kannst ja mal ja nichts. ja, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Achso. Ich habe nämlich jetzt gerade überlegt, ob wir den Wagen bauen, also den ja richtig geilen Newton, ob man da Kisten hochbauen kann und damit transportieren kann. Boah, ich hoffe, dass ich nichts durcheinander bringe. Das ist mein Plan. Weil dann kriegen wir nämlich die ganzen Lampen und den ganzen anderen Sheet alle drin. Das ist eine Vermutung von mir. Ich hab da was schreien gehört. Aber das war kein Mutant. Nee, das sind bloß Hans und Klaus und Otto und Ganz und Ganz Wein. Was? Ja. Wenn ich die von hinten wegsnacke. Aus Snackeritis. Snackerino. Da geht bestimmt ganz gut klar. Ey, ich hab mir die Haut erst gekriegt, du. Besorgt, meinte ich. Na ja, gut. Ich sag mal so, wie Ron so Zaron oder so, Zaroni. Ne? Ich hab schon mal was rennen gehört. Jeder darf mal. Jetzt bin ich dran. Danke, Ellie, dass du mir helfen tust. Da ganz hinten. Du bist mal richtig Knorke, Alter. Du kommst wieder zur richtigen Zeit. Mal gar nicht. War denn das schon? Keine Ahnung. Die Geräusche sind manchmal komisch. Keine Panik. Ich hab alle unter Kontrolle. Kommst natürlich wieder 3 Jahre zu spät, aber gut, mit dir habe ich schon gerechnet. Mit diesem Zustand. Das ist nämlich ein Dauerzustand. Und dafür ist sie zuständig. Oh, ich hätte mal da drüben nochmal schlorpen sollen, wa? Ich glaube, das wäre eine gute Idee gewesen. Warum bin ich nicht vorher drauf gekommen, ja, weil eine gute Idee gewesen wäre. Da ruf erstmal eine Kok. Ja, wie gesagt, also wir werden uns den richtig geilen bauen. Also, ist der Versuch. Sauerstoff. Und dann kicken wir, dass wir da vielleicht. Wir werden es versuchen, hinbauen. Kisten. Und dann werden wir die Kreuze da die Lampen abbauen. Hast du nicht gesehen? Jo. Das ist mein Plan. Obwohl. Eigentlich sollte ich das Kreuz da lassen. Auf
eine Art sagt mir, falls du mal wieder hinten her hinkommen tust, aber die Wahrscheinlichkeit, die ist schon sinkend hängt, technischerweise. Ach man, da sind ja noch die Dörfer. Die hängen uns ja noch dazwischen. Es war eine super Idee, hier zu Fuß durchzugehen. Bei nachts. Denn meistens kommen sie nachts. Nee, du kannst mich doch ja nicht sehen. Ich bin noch in Dunkel. Ich bin noch in Kornito, Mensch. Siehst du hier? Aha. Ja, was gegen nasse Füße oder was? Hoho, seht, ich bin hier im Wasser. Ich bin Wassermann. Bin ich wirklich? Oh, du kannst mir nicht folgen. Du hast nämlich nasse Füße. Da lang? Nee, ich will aber da lang. Warten Sie mal ganz kurz, ich mach mal kurz die Funzel an, weil es ist mir ein bisschen zu dunkel. Entschuldigung, ich hab meine Taste noch nie so ganz unter Kontrolle. Es tut mir leid. Ich will nie länger stören. Ich hoffe, das ist für Sie okay so. Ich versuche nämlich gerade meine Orientierung nicht so zu verlieren, wissen Sie? Nette Dudes. Sehr nett. Ja, ich wusste ja nicht, dass sie zu euch hören, da hinten, glaube ich. Oder das war ein feiner Stamm. Habe ich gerne gemacht, habe ich gerne gemacht. Na Leute, seht ihr noch was? Ich sehe hier nichts. Warte mal, aber meine Funzel müsste eigentlich noch 1-2 Sekunden halten, oder? Tja, oder auch nicht. Das ist jetzt eine doofe Situation. Ich sollte sparsamer mit meinen Batterien sein. Oder ganz einfach. Oder zweifach oder dreifach. Nimm mir einfach hier Nest hin. Ja, ich baue mir hier Nest. Ich baue mir hier ein Nest und versuche mal die Nacht abzugrunzen. Die werden ja nichts dagegen haben. Bin ja nicht bei denen zu Hause. Hallo. So, siehst du. Ich hau mir mal eine Runde aufs Ohr. Olle Mondskalle scheint ja. Ist ja alles okay. Na denn, gut's Nächtle. Ich habe wirklich tief geschlafen. Zeit zum Abbauen. Würde ich hätte gleich mal bauen können. Naja. So, die 4 bitte. Haben wir hier irgendwas? Speere? Nee, die brauche ich nicht. Ja, trinken, das ist schon mal ganz nice. Dankeschön. Sag ich doch nicht, Dudes. Die haben mir so ja Frühstück hingestellt. Und die haben mich auch schlafen lassen. Das ist mehr als entgegenkommend. Naja. Es ist gratis. Die geben ihr Bestes. Und das ist gerade gut genug. Jawohl. Seht ihr? Von wegen, man muss sich anpassen. Man lässt anpassen. Oh. Sehr modern. Und ich muss genau in diesem Moment husten. Spiel. Nicht klar. Körper. Ist alles okay? Alles Knorke? Die Muscheln kannst du alleine essen, Junge. Hab jetzt nur so brennt von letztem Mal. Habt ihr gesehen, was die Möwe gemacht hat? Die ist ja rosa Rand und Band. Ich bin Labeler. Da. Holy shit. Na, hier haben wir nochmal Solars. Ist ja so lala. Aber kick mal. Der schmeißt die doch gleich weg. Na, scheint wohl Billigzeug zu sein. Na ja, gut. Also, ich würde die jetzt im Wasser reinhalten. Ruf pusten, dann sehe ich, wo sie kaputt sind. Die Motoren, die sehen eigentlich noch richtig. Richtig gut aus.
Federn. Ich mach mir ein Daunenbett. Aber richtig daunig. Ich werde so weich schlafen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da ist noch eine Feder. Sie schwebt, aber rennt sie. Naja, gut. Eine Möwe, sie zu ehren. Ich tät mich nicht beschweren. Was? Das sieht jetzt aus wie ein Bräuner. Moment mal. Apropos Hunger. Ich habe Nahrung. Bevor die verjammelt, mache dir ein Essen. Das wär doch. Das wäre ja clever. Man werdet clever. So, warten Sie mal. 1, 2, 12, 27, Trillionen. Man muss ja satt werden, ne? Ja. Meins. Haut ab. Ihr Möwen, ihr Ratten der Lüfte. Sonst könnt ihr euch daneben legen. Oh. Ich hoffe, die werden nicht von Essen angelockt. Hol den auch auf den Grill oder so, weißt du? Das Fingerfood ist bei denen. Also ich bilde mir immer noch ein, dass das Finger sind. Haha. War erstmal schön Fleisch, schön warmes Fleisch um den Körper verteilen. Das ist bestimmt, das ist wie ein Wärmekissen, ist das da. So. Jetzt muss ich da hinten bloß noch immer Wasser tanken. Ich lasse ihn jetzt auch erstmal in Ruhe. Ich hoffe, das wird erwidert. Also nicht pferdetechnischerweise wieder. Ha! Ja, der ist so weit eigentlich. Der ist weit genug weg. Du kannst mir nicht folgen. Will ich auch ja nicht. Siehst du, und da vorne ist ein bisschen Sushi. Der hat Asthma. Geht's Ihnen nicht gut? Brauchen Sie Hilfe? Ja, aber nicht von mir. Kommen wir denn da hin? Ich bin ja nett, aber jedes Mal, wenn ich mit mir den einlasse, also mit denen. Mutant. Kommt nie was Gutes raus. Bei ihm schon. Damals konntest du wenigstens noch die Haut tragen. Aber jetzt sind sie ja bloß noch da. Und nerven. Dort the water. The Kavi muss the water hoch. Und dann kann er das Water trinken. Also kann er nicht, aber kann er ja wohl. Schlürf. Schlürf. Schlürf, schlürf. Warum kann ich mir nicht einfach so ein Lastending bauen? Oh mein Gott, jetzt den Stein land. Ja, also so ein Lastending. Also. Fahrrad. Also sowas ähnliches wie ein Lastenfahrrad. Ich brauche doch bloß... Also spinne ich mir gerade den Kopf aus. Ich brauche doch rein theoretisch mir nur eine Karre bauen. Also so ein Schneeding. So ein... Schlitten. Und vorne baue ich mir so ein Einrad drin. Und dann yummy, hier quer rüber. The Beach und so. Ja gut, ich kann, wenn ich das richtig machen würde, würde ich mit einer Tütüt machen. Ein Autotütüt. Weil ich habe jetzt gerade so überlegt, ob das eine gute Idee ist. Weil, wie gesagt, wenn ich das jetzt gebaut habe und eingeladen habe, muss ich das aber noch über die ganze Map schleppen. Junge, nee, und darauf habe ich ja Lust. Man sieht mir meine Lust förmlich im Gesicht geschrieben. Haha. Sehr lustig. Ja, ist ein bisschen angetrocknet. Der ist bestimmt noch gut.
Und dann sollen sie nochmal sagen, dass es hier kein Essen gibt. Mit dem Kannibalismus, das bin ich bloß vorgeschoben. Eins, eins. Nee. Sind da Batterien unter versteckt? Nö. Ich bräuchte mal ein paar Batterien. Der kann doch nicht mal Granaten mehr aufsammeln. Das ist ja mal granatenstark. Batterien! Das nächste Mal wird es nie so dunkel. Jedenfalls nicht so lange. Gut, die hätte ich jetzt auch neu gehabt. Keine Munition. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich immer noch die Lampe... gut. Das Feuerzeug. Strahlenderweise anhab? Das ist ja mal toll. Möw. Ich hab gedacht, hier ist ein Fisch. Aber hier ist er bloß nass. Ich lach mir nass ab. Sehr witzig. Hey, ich bin einsam. Das ist eine einsame Insel. Und der Kelvin ist nicht da. Der Kelvin. Das ist Seetang. Das habe ich gelernt. Kann man essen, soll aber scheiße schmecken. Akkurat. Akku? Rad? Was ist ein Akku? War kein Rad. Naja, Akku ist ein bisschen übertrieben. Batterien hast du. Ach, Mann. Lass mal die was. Ich bin schon mal abgeschult. So, dahinter. Jetzt müssen wir da noch immer rüber und dann haben wir es geschafft. Also, Moment mal, wo ist denn hier das Wasser gewesen? Also, das war noch da vorne und da musste ich da geradeaus und jetzt habe ich mich verlaufen. Ich gehe wieder zurück. Seit meine Füße taub sind, spüre ich das Wasser nicht mehr. Hm. Gehe ich heute noch einen Meter rein? Ich glaube, nein. Ich lasse mir einfach die Sonne auf den Popis scheinen. Ihr seid ja verrückt. Oh, ich gehe doch noch ein paar Meter ins Wasser. Ja, das ist schön. Meine Schrumpelhaut wird noch schrumpeliger. Wenn Sie nichts sehen, machen Sie die Augen auf. Achso, Sie haben ja gar keine. Oh, das tut mir aber leid. Jetzt weiß ich, warum ich umgezogen bin. Es gäbe nicht genug Munition, um hier zu leben. Dankeschön. Sag mal, habe ich hier überhaupt noch Munition? Ja, habe ich so, ja. Ich habe ja was aufgesammelt. Da war ja was. Ein Ereignis. Ja. Ich habe jetzt gerade. Könnt ihr. Mir kam gerade der saudove Gedanke. Ich kann ja da oben denn diesen Wagen bauen, alles einladen und einfach mit den Drachen zurückfliehen. Tolle. Toller Gedanke. Toller Gedanke. Naja, zum Glück ist mir der Gedanke gekommen. Müsst ihr mal vorstellen, ich hätte sie gemacht und dann wäre es mir unterwegs in die Fallen, was für eine scheiß Idee gewesen wäre. Aber in dem Moment habe ich gerade gedacht, boah, ihr könnt gerade ein Schnippchen schlagen. Aber nee. Es wäre fatal. Ein Prosecco. Ein Prosecco, ein Prosecco. Kann doch nicht wahr sein. Ey, da bist du mal ein Jahr weg und schon denken die, die können hier machen, was sie wollen.
Ja, ich höre sie. Das war nicht zu überhören. Meine Riege geht das immer noch. Er wird es irgendwann mal nochmal leeren. Sie könnten sich mal wieder waschen. Die zirpen nämlich schon. Und das war kein Rasierapparat. Ja, ja. So, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob man auf so einem Wagen... Ich habe mal eine ganz intelligente Frage. Wie übergreifend habe ich gerade den Kopf gehabt, ja, wie gesagt, Kisten bauen zu wollen. Gibt es überhaupt hier Kisten? Ich glaube nicht, ne? Schön, dass mir das auch jetzt aufgefallen ist. Haha. Das ist ein tolles Ding. Also Kisten können wir schon mal knicken, wa? Schön, schön für das Holz. Hallo? Ey, sag mal. Ich glaube, die Türen sind auch kaputt. Ey, die Bienen sind nicht mehr da. Alter, ich kann hier ohne Schlüppi rumrennen. Lass schlackern. Klacker, klack. Ich habe gedacht, ich bin unter mir. Ich wollte gerade hier hochlaufen. Sag mal, ist das überhaupt noch gut? Nein, du sollst. Es brutzelt noch. Obwohl, ich bin nicht sicher, ob das brutzelt oder blubbert hier, weil das schon eh nicht hier steht. Ich probiere es einfach trotzdem mal. Geht runter wie Öl. So, gut. Na denn, würde ich mal sagen, fangen wir mal unser Unterfangen an. Und zwar, jetzt fahren wir erstmal eine Runde Schlitten. Schlitten. Schlittig. Genau. Den. Aber wie gesagt, schön, dass mir das jetzt einfallen tut. Das ist so was ja nie, was ich machen wollte. Naja. Lieber zu spät als nie, wa? So, Holz. Dank Kelvin ist es vorhanden. Warum macht er nicht das Holz? Wollte ich gerade sagen, voll. Holz. Kann er das nicht hier weiter zwitschen? Zwitschern? Zwitschen? Zwitschen? Zwischen zwei Zwitschen, zwitschern, zwei Zwitschen. Ah. Ich glaube nicht, dass ich Gäste kriegen werde. Jedenfalls nicht so. Ach, da ist einer. Höchst. Na ja, muss ich da hinten hin. Guck mal schon mal jetzt, wir waren 2 Minuten weg gewesen, aber jetzt sind wir nachgewachsen. Vom Gestrüpp her. Echt jetzt? Diese Ausbeute ist mager. Wenn ich so weiterhin tue, dann könnte ich irgendwie Sekunden. Vor allen Dingen Sekunden brauchen, um das zusammenzukriegen. Gib mir Äste. Man wird schon wieder dunkel, oder was? Ich weiß nicht, die Witterung ist auch nicht mehr das, was immer war. Mein Körper kann sich doch ja nicht mehr drauf einstellen. Ein Ast. Ein Ast. Ist das alle, was sie hier haben? Naja. Wenn es in diesem Tempo weiterhin tut, dann kommen wir wieder, wenn Winter ist. Mir ja auch fast ganz lieb wäre. Dann können wir die Brücke weiterbauen. Ich schwöre, noch 3 Winter, dann haben wir die Hütte so... die Brücke fertig. Die Hütte kommt danach für die nächsten 6, 7 Winter. Das wird quasi, wir spielen The Forest Dynasty.
Sag mal. Hier langsam, glaube ich, aber wirklich hier so. Machen wir hier wechseln. Ist das ein Ding der Axt oder was? Hm. Gut, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Hm. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich mach mal hier so einen Test. Hallo, bleiben Sie hier. Ich habe Sie hier noch gesehen vor 5 Sekunden. Bleiben Sie hier. Geh doch mal weg, du Strüpp, du. Mann. Nervliche Zeug. Bleib hier. Du bist mein wertvollstes Gut hier gerade. Mach doch mal die Lump hier weg. Mann, ey. Komm auch hierher, stellen alle bloß hin, wa? Ey, da ist noch einer. Ja, ja. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich hab einen grünen Star. Wie ist man, sollte darüber. Naja, gut. Jetzt ist es zu spät. Dann habe ich eben halt die grünen Pfeile im Gesicht. Macht das auch nicht besser, wa? Gut, wie viele brauche ich denn noch? Achso. Schön kurz. Ein bisschen Chitin. Reinigt gleich die Zähne. Lalalala. Achso. Ist ja der Topf. Der Topf, der brutzelt noch. Sind jetzt noch 20? 20 Stück nur. Kann ja nicht mehr so lange dauern, wa? Na toll. Da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Ich sehe nichts. Ich sehe wieder nichts. Ach, das Alter, ich sage euch. Bitte sit. Das ist ja ein schön an der Kante, wa? Aber es lohnt sich ja. Meins. Und jetzt kommt von der Seite Ellie an und schubst mich runter. Schnauze da unten! Geht doch. Muss mich erstmal wieder hier durchsetzen. Komisch. Die Bienen sind nicht da und schon hast du hier deine Ruhe. Ich hab's immer gewusst. Jugenden die. Ich hab's von vornherein gewusst. Nächste Ladung, bitte. Bitte, bitte. Ich sollte vorsichtiger sein. Ich sollte wirklich vorsichtiger sein. Ich mag meinen Haarschnitt zwar kurz, weil da sind keine Haare mehr. aber das wäre dann zu kurz. Ich habe doch gerade nur nass gesehen. Nee, ich sollte ihn nicht so stehen bleiben. So. Meins. Da ja. Ja, vielleicht sollte ich nicht gleich hinterher springen. Okay, du hast gewonnen. Du wirst weiterrollen. Was war das? Hallo, ist da jemand? Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Bin bloß am Holz sammeln. Und das steht gerade auf der Kippe.
Klippe meinte ich. Klippe. Sorry. Kann in meiner Klippen? Habe ich gerade gemacht. So. Achso, ich muss ja dann da oben auch das Ding denn. Nee, das lasse ich doch noch hier. Wie gesagt, die Hütte bleibt ja hier stehen. Als Mahnmal. Es ist fertig. Seht. Na, ist keiner da. Naja, gut. Der nimmt halt nicht. So, wie gesagt, Behälter siebt das ja hier nicht. Hä, und sowas kannst du ja da nicht drin machen. Ich brauche so ein... Moment mal. Schrankenderweise kannst du hier nicht aufbauen, ne? Also... Da könntest du ja sowas drin bauen. Das geht nicht. Da geht nicht, Karbin. Das sieht man doch. Na, schade. Aber kick doch mal, das ist doch eigentlich... Rein theoretisch sind das doch Bretter, also bodentechnischerweise. Also rein theoretisch würde ich sagen, das müsste funktionieren. Aber funktioniert eben halt nicht. Aber ich will trotzdem aus. Nein. Ah, siehst du, du schiebst das ja schon weg. Ah ja. Es war ein Versuch wert. Es sollte nie sein. Das heißt, ich kann da ja auch nicht reinschmeißen, was das an ihn tut, wa? Ah, toller Scheißendreck. Sag mal, kann ich hier trotz... Nee, hier kannst du nur Knochen. Aber die Knochen nehme ich jetzt alle mit. So laufe ich wenigstens nicht leer in der Hose. Ich muss das mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ach, shit. Die Töpfe kann ich ja dann auch nicht mitnehmen, wa? Na, das ist ja mal ein Cheat. Hallo? Also. Das ist ja mal jetzt doof. Nee, du sollst das nehmen. Ich glaube, da kann ich mir ins wie Rüstung bauen, oder was sagt ihr? Das sollte drin sein, wa? Naja, wenn nicht, dann muss ich kicken. Ey, es lohnt sich überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hier losrenne mit Stämmen, dann die Eingeborenen zeigen mir noch einen Vogel. Nicht nur die Eingeborenen. Was liegt denn da? Weiß ich das da weg, oder was? Kannst du mal kurz hier... Ja, danke. Ach, das ist ja nur Holz. Hier, warte mal, so rum. Man hat die Wahl. Mann, das ist doch alle Tier klemmt, ist das da. Jetzt renne ich wie ein Knochen, bin ich wie ein Knochen hergekommen. Warte ich mal. Nur um nicht hier umsonst hergelaufen zu sein. Ich baue das Kreuz fertig. So. Gut, jetzt fehlt trotzdem hier noch Lampen. Nein, da fehlen noch mal zwei. Naja. Geht das überhaupt? Ach, das ist neue Jahr nicht angeschlossen, ne? Na, so weit aber auch. Das muss geändert werden. Ob das übertrieben ist? Ich weiß es nicht. Lasst uns weiter übertreiben. So, ich werde das jetzt hier schon anbinden. Ach, kannst du noch ja nicht, wa? Nee, du musst das erstmal fertig bauen. Naja, gut.
Na gut. Ja, die Solarpanels krieg ich schon wieder zusammen. Mich ärgert eher, dass ich jetzt eben halt keine Dings mitnehmen kann. Alter, das ist noch sehr noch frisch. Achso, das ist ja auch noch frisch. Dann kann ich mir ja noch immer richtig die Wams voll knallen, wa? Ja. Dann lassen wir uns das mal schmecken, wa? Alter, das ist ja noch was für nächstes Mal da. Vielleicht kann ich mir wieder mitnehmen. Ja, das war's. Ach, wisst ihr was? Ist ja auch ein bisschen gesund, wa? Leben und so. Muss man ja auch mal können. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich mache hier nochmal zu. Wir werden hier nochmal übernächtigen. Alter, da muss ich über den ganzen Scheißberg. Mit Sachen, was nie so funktioniert hat. Ich renne doch nicht mit dem Holz jetzt zurück. Trinken mitnehmen. Ja, die Töpfe, hey. Wenn ich die wenigstens drin packen könnte. Aber kannst du ja nicht. Du kannst ja hier nichts anderes drin stellen. Das ist eine Sache, die mir so nie gefällt. Das heißt, wir müssen nochmal mindestens hier immer zurückkommen. Offline. Also ich werde das offline machen. Irgendwann mal in 20 Jahren oder so. Ey, das ist noch eine Glühbirne. Okay, dann fehlt uns bloß noch eine Glühbirne. Eine einzige Glühbirne. Hihi. Toll. Wir haben es fast fertig. Unser Hotel des Schmerzes. Na gut, Leute. Mit dem Ausblick verlasse ich euch heute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ist jetzt nicht so viel passiert, wie ich machen wollte. Aber wir haben das Ding gebaut. Wir sind bis hierher gekommen. Haben neuen Mutanten platt gemacht. Oder neuen alten Mutanten platt gemacht. Und, ja. Haben mitgekriegt, dass das, was ich vorher hatte, nicht klappen tut. Naja. Man muss ihn halt lernen können, wa? Ich, wie gesagt, hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Fälle. Alter, hier wird was. Warten Sie mal ganz kurz, bevor ich das nicht gemacht habe. Kann ich nicht schlafen. Das geht so nicht. Jetzt kann ich schlafen. Also, bis denn. Ich bin raus. Tschüss.